Ja, starten wir einfach mal mit den heutigen drei Referenten. Beginnen wir in der Reihenfolge Ihrer Beiträge mit Herrn Professor Dr. Detlef Dietrich. Er ist ärztlicher Direktor im Amios Klinikum Hildesheim und Repräsentant der European Depression Association in Deutschland. Herr Professor Dietrich ist Depressionsforscher im Zentrum für systemische Neurowissenschaften und macht schon seit vielen Jahren Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Depression. Die Öffentlichkeitsarbeit, und deswegen sind wir auch heute hier, ist ihm ein besonders wichtiges Anliegen. Ich darf ferner begrüßen heute unseren externen Gast, Herrn Matthias Brodovi. Herr Brodovi ist Kabarettist und Musiker. Seit 1999 ist er deutschlandweit auf Tournee. Er hat in dieser Zeit 11 Kabarettprogramme veröffentlicht und zusammen mit dem Puppenspieler Detlef Wutschig 3 Theaterstücke. Herr Brodovi erhielt mehrere Kabarettpreise, unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis für seine Musik. Vor wenigen Wochen erschien sein neues Buch Klappstuhl und ich. Heute spricht Matthias Brodovi als Betroffener. Wegen einer schweren Depression war er 4 Jahre lang ambulant in Behandlung. Dr. Alexander Kabatsiakis ist Biologe und systemischer Neurowissenschaftler. Er arbeitet als Assistenzprofessor im Bereich klinische Psychologie an der Universität Innsbruck. Seit dem Jahr 2020 unterstützt er die European Depression Association als Repräsentant für Österreich. Herr Dr. Kabatsiakis beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit biologischen Veränderungen nach chronischem und traumatischem Stress und forscht zu klinisch nutzbaren Biomarkern, unter anderem für die Depression. Heute wird Herr Dr. Kabatsiakis einen kurzen Einblick über Erkenntnisse in seinem Forschungsbereich geben. Dabei geht es vor allem um die Energieproduktion des Körpers und deren Veränderungen bei einer Depression. Seine Forschungsergebnisse sollen für die Diagnostik und Behandlung bei Depressionen genutzt werden. Soweit zu unserem Referenten. Bevor wir mit Herrn Professor Dietrich starten, gestatten Sie mir noch einen organisatorischen Hinweis. Zum Ende der drei Beiträge ist noch eine Fragerunde geplant und gern können Sie uns über die Chatfunktion Ihre Fragen schon einmal mitteilen. Ja, dann ist mein Part hier erstmal zu Ende und ich darf Sie, Herr Professor Dr. Dietrich, bitten, mit Ihrem Beitrag zu beginnen. Ja, lieber Herr Benisch, ganz, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich muss jetzt mal eben die PowerPoint-Präsentation starten. Ja, in der Tat, es ist der 20. Europäische Depressionstag und die European Depression Association, die Herr Kabatsiakis und ich hier vertreten, haben sich zum Ziel gesetzt, einmal im Jahr, und zwar an dem Europäischen Depressionstag, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, zum Thema Depression neue Forschungsergebnisse zu präsentieren und über wichtige Ereignisse vielleicht auch aufzuklären, die sich auf Depressionen auswirken können, wie momentan in unseren unsicheren Zeiten. Das ist das europäische Motto, was in 17 europäischen Ländern gleichzeitig sozusagen auch als Motto genannt ist und an das wir uns hier natürlich auch halten wollen, wobei die unsicheren Zeiten ja sehr weit gefasst werden können. Und wir wollen neue Erkenntnisse bringen. Und warum ist es wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass eine Arbeitsgruppe der WHO mal untersucht hat, wie ausgeprägt eigentlich die Beeinträchtigung oder Behinderungen im Englischen spricht man von Years Lived with Disabilities, also mit schweren Beeinträchtigungen gelebten Lebensjahre einhergehen, welche Erkrankungen da am stärksten so, zu so etwas führen. Und das ist nämlich die Depression und die Demenzerkrankung als zweites. Und Sie sehen, das ist vor noch stärker ausgeprägt als alle anderen Erkrankungen, die Sie hier zum Beispiel lesen können, wie Diabetes mellitus, zerebrovaskuläre Erkrankung, Alkoholmissbrauch und Sie sehen zwei psychiatrische Erkrankungen,
sind hier im negativen Sinne an der Spitze. Woran liegt das? Die Depression ist eine schwere Erkrankung oder kann eine schwere Erkrankung sein und ist es eben häufig auch. Und sie hält lange an und es sind sehr viele Menschen betroffen. Und deswegen kommen so diese Summenzahlen zustande, nämlich wie viele Lebensjahre in einer, und das ist hier auf die industrialisierten Länder bezogen, eigentlich schwer betroffen sind, eingeschränkt sind in ihrem Leben. Warum ist das so? Die Depression diagnostiziert man dann, wenn verschiedene Kernsymptome, hier ist die depressive Stimmung, Verlust von Interesse und Freude an Dingen, die man sonst immer gerne gemacht hat, verminderter Antrieb, überhaupt in Gang zu kommen und Anhedonie, damit ist gemeint, Gefühle wahrzunehmen. Und diese Dinge sind beeinträchtigt bei schweren Depressionen, bei leichten Depressionen manchmal nur zwei dieser Symptome. Aber hinzu kommen noch weitere Symptome, nämlich die sich aufs Denken und zwar insbesondere auf Selbstwertgefühl, auf negatives Selbstwertgefühl, auf negativ-pessimistische Gedanken beziehen. Schuld und Gefühle sind auch betroffen, natürlich Schuldgefühle, bis hin zu Perspektivlosigkeit und Suizidgedanken. Also das sind so Denkstörungen, die vorkommen können und im schlimmsten Falle eben auch suizidale Handlungen. Was aber auch betroffen ist, ist das Vegetativum, sagen wir, Appetit kann betroffen sein, Schlafstörungen sind häufig eines der ersten Symptome und Ängste, aber auch weitere Energielosigkeit, weitere Symptome wie Energielosigkeit, vermindertes Konzentrationsvermögen. Und man spricht von einer behandlungsbedürftigen Depression, wenn mindestens über einen Zeitraum von 2 Wochen mindestens 2 dieser Kernsymptome da sind und gleichzeitig auch mindestens 2 bis 3 Zusatzsymptome, die hier ringsherum zu sehen sind. Aber häufig sind deutlich mehr Symptome betroffen und meistens auch bei einer schweren Depression eigentlich alle Kernsymptome. Wie kommt es zu einer Depression? Was ist die Vorstellung? Man stellt sich vor, dass bestimmte Risikofaktoren da sind. Das kann genetisches Risiko sein, das kann Entwicklungsfaktoren sein, wie man im Laufe des Lebens gelernt hat, mit Depressionen oder mit Stress umzugehen. Das sind häufig Stressoren, sind aber auch organische Faktoren und hiermit sind gemeint zum Beispiel die Schilddrüsenerkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber auch Hirnfunktionsstörungen bei Demenzerkrankungen zum Beispiel. Aber es können auch Noxen sein, also Medikamente könnten hierzu zählen. Es gibt manche Medikamente, die können auch mit einer Depression einhergehen. Oder über den Punkt Viren, haben wir jetzt auch über das Covid-Virus schon, gibt es erste Daten, aber ich berichte Ihnen nachher über ein anderes Virus aus eigenen Forschungsergebnissen. Und das ist das erste Mal, dass ich auch mit eigenen Forschungsergebnissen hier im Rahmen der Pressekonferenz überhaupt das präsentiere, habe bisher immer darauf verzichtet, aber ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, und wenn man diese Entwicklung, wenn man diese möglichen Risikofaktoren dann hat, dann kann es sein, dass es irgendwann, wenn mehrere da zusammenkommen, dann kann das fast mal überlaufen und wenn dann die schützenden Funktionen nicht so ausgeprägt sind, dann kann es eben dazu führen, dass eine Depression ausbricht. Damit sind gemeint soziale Unterstützung, die kann eben auch schützen. Und wenn die soziale Unterstützung nicht da ist, kann es natürlich dazu führen, dass eine Depression noch auslöst. Und dann ist das Verhalten relevant. Es gibt manche Persönlichkeitszüge, die eher zu einer Depression prädisponieren. Und es gibt aber natürlich auch Verhalten, was schützt vor einer Depression. Da können wir jetzt hier in diesem Zusammenhang jetzt erstmal noch nicht näher drauf eingehen. Aber was ich schon erwähnt habe, Stress ist hier. Und Covid, wir haben jetzt ja ein paar Jahre schon mit Covid gelebt, insbesondere die ersten 2 Jahre waren ja doch sehr belastend. Und Ängste, Sorgen, Einsamkeit haben letztlich als Stressoren dazu beigetragen, dass tatsächlich, und so sind die Daten, so ist die Datenlage ja, mehr Depressionen und psychosomatische Beschwerden aufgetreten sind. Was auch dann noch nicht so ganz geklärt ist, inwieweit Covid sich langfristig auch auf Hirnfunktionen ausprägt. Man weiß ja, die Viren gelangen auch ins Gehirn und können dort tatsächlich auch Symptome machen. Und so ist Long-Covid jetzt auch immer mehr ein Faktor, der
relevant wird im Hinblick auf Entstehung von psychischen Erkrankungen oder depressiven Störungen, aber eben über zwei Dinge, insbesondere über die Belastungen, die damit verbunden sind. Und dann kommen noch dazu nicht nur Long-Covid, sondern auch geopolitische Konflikte, wirtschaftliche Probleme, die natürlich genau den Stress erhöhen für den einzelnen Menschen. Was das nun auch bewirkt, Stress, sieht man an dieser Grafik, da soll Ihnen nur zeigen, dass die Depression hier zwar ganz unten steht, aber Depression selber ist ein maximaler Stress für den gesamten Körper, für den gesamten Organismus. Und weil unter anderem, weil es verbunden mit einer Cortisolerhöhung, das weiß man bei depressiven Erkrankungen, und diese Cortisolerhöhung ist beim chronischen Stress schon zu sehen und ist mit vielen anderen Dingen verbunden, Entzündungsreaktionen, mit den Störungen des Immunsystems, mit kognitiven Störungen, das heißt zum Beispiel Aufmerksamkeits-Konzentrationsstörungen, aber auch Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können damit im Zusammenhang stehen. Und Sie sehen, es ist dann so ein Circulus vitiosus, ein sich selbst verstärkendes System. Also langfristig sollte man eine Depression behandeln, um auch körperliche Schäden und weitere Schäden zu verhindern. Und Sie sehen, diese Belastungsfaktoren, die ich eben schon genannt habe, haben dann tatsächlich dazu geführt, dass die Genesenen an einer an einer Covid-Infektion unter den Spätfolgen häufiger, also 18,3%, unter Depressionen leiden. Und besonders betroffen sind jüngere Menschen, Frauen, insbesondere auch Menschen, die in unsicheren finanziellen Verhältnissen leben, durch diese damit im Zusammenhang stehenden Belastungen, die körperliche Vorerkrankungen haben und hier in pandemischen Hotspots gelebt haben. Und man macht dafür hauptsächlich verantwortlich das Social Distancing, also die Einsamkeit, die Isolation, aber auch die Angst vor Ansteckung und die häufig damit auch verbundenen Konflikte und die finanzielle Situation, die wirtschaftliche Situation. Und ganz aktuelle Daten von der kaufmännischen Krankenkasse, die haben zeigen können, dass zum Beispiel die Fehlzeiten durch eine Depression, durch eine psychische Erkrankung um 85%, und das sind meistens die Depressionen gewesen, um 85% gestiegen sind. Die längsten Fehlzeiten tatsächlich aufgrund einer Depression oder aufgrund depressiver Episoden nachgewiesen werden konnten. Und jetzt durch seit Corona am häufigsten akute Belastungsreaktionen diagnostiziert werden und Anpassungsstörungen, die meistens mit depressiver Symptomatik einhergehen. Und interessant ist auch, dass insbesondere Beschäftigte in sozialen Berufen davon betroffen sind. Was muss man noch so bedenken dabei, dass diese Belastungsfaktoren unterschiedlich ausgeprägt sein können und dass die Verläufe eben auch unterschiedlich sein können? Zum Beispiel hat man gibt auch bipolare Depressionen, das heißt Menschen, die sowohl Depressionen haben als auch dann mal das Gegenteil von einer Depression, eine Manie. Diese Menschen haben eine hohe genetische Prädisposition und unter Stress kann es dann eben zum Ausbruch einer bipolaren Störung kommen. Menschen, was ich eben gesagt habe, Belastungsstörungen, reaktive Depressionen sind häufig durch anhaltenden Stress oder akute Konflikte ausgelöst. Und wichtig zu beachten sind natürlich diese schützenden Faktoren und die Therapie orientiert sich daran, dass man diese Faktoren versucht zu beeinflussen, dass man das Verhalten, also wie gehe ich mit Stress um, zum Beispiel durch verhaltenstherapeutische Maßnahmen beeinflusst oder dass man die Angehörigen mit einbezieht und zusieht, dass man soziale Unterstützung verstärkt, aber natürlich auch die depressive Symptomatik selber behandelt, zum Beispiel wenn Schlafstörungen da sind, wenn suizidale Gedanken da sind, kann man medikamentös oder natürlich auch psychotherapeutisch intervenieren. Also ein ganz komplexes Geschehen, auch die Therapie. Und ich will Ihnen einen Aspekt jetzt noch bringen, mit dem ich mich wissenschaftlich befasst habe. Und wie gesagt, den ich ganz spannend finde, der jetzt relativ lange nicht so relevant war in der Öffentlichkeit, aber seitdem dann vor einigen Jahren, 4, 5 Jahren, tatsächlich auch zwar weniger, aber mehrere Menschen an dieser Virusinfektion gestorben sind, ist das Ganze wieder aktueller geworden.
Und zwar handelt es sich um das sogenannte Borna-Virus. Und Sie sehen hier einen Kupferstich einer der Stadt Borna um 1850. Die Stadt Borna liegt, Sie wissen das vielleicht, 20 Kilometer südlich von Leipzig. Und in der Tat ist diese Stadt gemeint. Und man hat gefunden, dass, Entschuldigung, in dieser Stadt Borna um 1895, 96 Hunderte bis Tausende Pferde gestorben sind im Laufe der Jahre, und zwar an einer Hirnentzündung. Und die fand man dann später heraus, es war durch das sogenannte, dann auch Borna-Virus genannte Virus hervorgerufen, Pferde. Man hat aber gedacht, mit Menschen macht das eigentlich nichts, dieses Virus. Inzwischen, 1985, hat man dann Antikörper gegen Borna-Viren bei Menschen mit einer Schizophrenie gefunden. In den 1990er Jahren vermehrt Antikörper bei Menschen mit bipolaren Störungen und rezidivierenden depressiven Störungen. Und aus dem Tierreich weiß man, dass diese Viren in der Regel im Hippocampus, im Amygdala-Bereich, also im limbischen System, in dem System, wo Emotionen moduliert werden, und im Frontalhirn besonders häufig anzutreffen sind. Und die Vermutung war bei Menschen, die sind da zwar, aber die machen nichts wirklich. Und darum wird es gehen. Man hat dann aber gefunden, so ähnlich stellt man sich das Virus vor, Borna-Virus. Man nennt das Borna Disease Virus, BODV1. Man hat gefunden, dass Menschen mit einer Depression, und wenn Sie sich den Balken anschauen und den Balken anschauen, etwa zu 70% tatsächlich Hinweise auf eine Infektion haben. Entweder Antikörper oder Virusmaterial oder zirkulierende Immunkomplexe. Das ist dann die Verbindung aus den Antigenen, also Virusmaterial und den Antikörpern. Und bei gesunden Blutspendern hat man es nur bei gut 20% gefunden. Also hier klafft ein großer Unterschied. Man wusste aber noch nicht, welche Bedeutung hat das jetzt eigentlich. Weil es kann ja sein, dass die Immunfunktion bei Depressiven gestört ist und deswegen das Virus verstärkt vorhanden ist. Wir haben uns in den 90er Jahren dann da auch näher mit beschäftigt und uns überlegt, ja, wenn es da eine Virusinfektion gibt und man kann die vielleicht behandeln, dann wäre das ja ein spannender Ansatz, da mal genauer hinzuschauen. Der Zufall wollte es, dass wir dann auf einer Station eine Patientin hatte mit einer rezidivierenden depressiven Störung beziehungsweise später dann bipolaren Störung. Das zeigt dieser Verlauf. Und da hatte meine Oberärztin mir damals gesagt, Herr Dietrich, diese Patientin, die können Sie nur behandeln mit Amantadin-Infusion. Alles andere haben wir schon ausprobiert. Da wir gerade am Überlegen waren, welches Medikament denn antiviral wirkt, war das dann nämlich Amantadin ist ein Wirkstoff, der seit 1965 auf dem Markt ist, primär als Antivirusmittel gegen Grippeviren entwickelt wurde und dann später allerdings bei Parkinson-Erkrankungen eingesetzt wurde aufgrund eines dopaminergen Mechanismus. Da haben wir dann gesehen, dass tatsächlich diese Patientin, die nur auf Amantadin so positiv reagiert hatte, Viren hatte, und es auch die in vitro dann später haben wir zeigen können, dass Amantadin in vitro, also in der Reagenzschale, auch tatsächlich gegen Borna-Virus, humane Borna-Virus-Stämme hilft. Dann gab es eine ganze Zeit, wir haben dann mehrere offene Behandlungsstudien gemacht und schließlich auch eine Doppelblindstudie konzipiert und durchgeführt. Das heißt also placebo-kontrolliert, zwei Äste, eine Behandlung mit Amantadin bei Borna-Virus-infizierten Depressiven durchgeführt. Die haben wir jetzt erst 2020 veröffentlichen können, weil viele Jahre Ruhe war um dieses Thema, und das hatte ja verschiedene Gründe, insbesondere weil die wissenschaftliche Community dachte, Borna-Viren machen nichts beim Menschen, und da hat dann auch keiner mehr so genau hingeschaut. Als dann allerdings vor 4, 5 Jahren Menschen an einer Borna-Virus-Enzephalitis verstarben und das war gesichert, ist das ganze Thema wieder aktuell geworden. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt mal diesen Ansatz, den wir damals schon vor 20 Jahren verfolgt haben, kurz skizzieren. Und der ist eben 2020 publiziert worden. Das fiel genau in die Zeit der Coronavirus-Infektion ein, und dieses Ergebnis hatte auch wenig Leute interessiert, weil alle nur noch auf Coronaviren geguckt haben. Was haben wir gemacht? Wir haben 33 depressiv Erkrankte mit einer Borna-Virus-Infektion mit Amantadinsulfat behandelt, eine Verumgruppe, eine Placebo-Gruppe, also keiner wusste, was er bekommt.
das Ganze 6 Wochen behandelt, eine Woche Ausschwemmphase, und uns interessierte genau dieser Aspekt hier nach 7 Wochen. Was passiert da? Ist da Amantadin besser als Placebo in der Behandlung von Depressionen? Und was wir gesehen haben, ist, dass die Placebo-Behandlung hier, dass die Amantadin-Behandlung, dass die Differenz der Depressionssymptome, dass sie deutlich weniger geworden sind, die Depressionssymptome. Was uns insbesondere interessierte, war die Suizidalität, und die hat schon nach 2 Wochen signifikant abgenommen. Das ist ein Placebo-Effekt, aber das ist der Verum-Effekt des Amantadins. Und wir haben natürlich uns noch andere Symptome angeguckt. Die depressive Stimmung war hier deutlich besser nach 7 Wochen. Uns interessierte hauptsächlich nur das, was bis zum Zeitpunkt 7 Wochen passiert. Wir haben dann Crossover gemacht. Das heißt, die mit Placebo behandelt wurden hier, die haben dann Amantadin bekommen und umgekehrt. Aber uns interessierte hauptsächlich dieser Punkt. Und Sie sehen hier, alle Depressionssymptome waren unter Amantadin deutlich gebessert. Und wenn man sich das mal anschaut, wie sonst ein Effekt eines Antidepressivums aussieht, nämlich so, der Placebo-Effekt ist relativ groß, das ist der Effekt des Medikaments, der Unterschied ist hier relativ gering, dann sehen Sie, dass hier bei der Amantadin-Behandlung bei den Patienten, hier ist zum Beispiel die Befindlichkeit gemessen, deutlich stärker ausgeprägt war. Und das hat uns dann doch zu veranlasst, dass als die Bonner Virus dann doch wieder einen relevanten, möglicherweise ein relevanter Faktor zu sein schien, haben wir das alles nochmal aufgearbeitet. Ja, und das ist sehr beeindruckend. Hier haben sie noch nicht mal einen Placebo-Effekt, was die Befindlichkeit angeht. Und das war auch das, was die Patienten berichtet haben. Sie haben sich deutlich besser gefühlt. Was auch noch hier interessant war, dass nämlich das Immunsystem beteiligt war. Das ist jetzt schwer müsste man genauer hinschauen. Ich habe die Publikation hinten dran gehängt, da kann man das nochmal genau nachschauen. Aber was gezeigt werden konnte, war, dass diejenigen, die eine hohe Antikörper, also viele Antikörper gegen das Virus hatten, dass die besonders gut reagiert haben auf die Behandlung. Und das zeigt dieser blaue, das war stärker unter Amantadin ausgeprägt als unter Placebo. Das heißt, das Immunsystem hat hier auch mit eine wichtige Rolle gespielt. Das war so die Aussage dazu. Und dann letzte Folie dazu. Wir haben auch gesehen, dass die Viruslast runtergegangen sind. Dann war die Argumentation, ja, aber es könnte ja sein, dass durch die Besserung des Immunsystems, wenn es den depressiven Menschen besser geht, ist das Immunsystem auch besser, dass dadurch dann die Viruslast geringer war. Deswegen haben wir das Ganze auch nochmal mit Menschen gemacht, die remittiert waren, also die keine depressive Symptomatik mehr hatten. Und wir haben auch bei diesen Menschen gesehen, dass Amantadin da, das ist das Antigen, hier die Antikörper gegen das Virus und hier die zirkulierenden Immunkomplexe, dass alle drei Parameter unter der Amantadin-Behandlung tatsächlich auch sich reduzierten. Also wir sehen eine Reduktion der Viruslast. Und die Theorie, die dahinter steht, ist, dass das Virus auch bei Menschen hier im limbischen System persistiert, bei vielen gar nichts macht. Aber wenn dann Stress hinzukommt, etwas vereinfacht gesprochen, dann wird da über das Immunsystem das Virus aktiviert. Das ist das, was man bei Tieren auch sieht. Und dann interagiert es, in welcher Weise wissen wir noch nicht, interagiert es vielleicht auf Neurotransmitterebene, vielleicht auch im Sinne eines entzündlichen Prozesses und verursacht bestimmte Symptome und kann vielleicht den Verlauf der Depression beeinflussen. Und das ist sozusagen die Aussage da unserer Forschung. Man sollte da mal weiter hinschauen, was denn eigentlich da dran ist. Es gibt also erste Hinweise, dass eben die Bonner Viren auch bei Depressionen mitwirken könnten. Und zwar im Sinne, dass sie den Verlauf beeinflussen. Aber da sollte man einfach ein bisschen weitere Forschungsenergie drauf verwenden. Und eine weitere Aussage ist, dass die Therapieoptionen, die man hat, sehr vielfältig sind. Die anderen Therapieoptionen darf man natürlich nicht vergessen. Und dieser Aspekt ist jetzt ja gerade in den Anfängen, ist also noch Forschungsgegenstand und sollte weiterhin Forschungsgegenstand sein. Aber soll auch zeigen, dass immer wieder neue Aspekte mit hinzukommen und dass man da nicht verzagen sollte. Mit neuen Methoden, aber auch mit denen, die man sowieso schon alle hat, nämlich
psychotherapeutische Methoden, auch da gibt es immer wieder Neuentwicklungen. Ein pharmakologisches habe ich Ihnen eben dargestellt. Und die üblichen Möglichkeiten, die man hat, von Ergotherapie, Soziotherapie, Körpertherapien, Lichttherapie bei lichtempfindlichen Menschen, Wachtherapie, also Schlafentzugstherapie, aber auch Magnetstimulation, Vagusstimulation, Elektrokrampftherapie, alles Möglichkeiten, die man hat und die man auch ausschöpfen sollte, wenn man nicht gleich Erfolg hat mit der Behandlung. Mit diesem positiven Ausblick möchte ich erstmal weitergeben, beziehungsweise Herrn Matthias Brodovi ganz herzlich begrüßen, der freundlicherweise ja Rede und Antwort stehen möchte und berichten möchte aus seinen eigenen Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf was helfen kann. Und darüber möchten wir eben mit ihm sprechen. Und deswegen erstmal, wir freuen uns sehr, Herr Brodovi, dass Sie da sind und dass Sie dabei sind. Und meine erste Frage: Was hat Sie denn dazu bewogen, unserer Einladung zu folgen? Ja, erst einmal hallo in die Runde. Ich fand die Einladung für mich sehr wichtig und gut, weil ich der Meinung bin, dass ich als Betroffener vielleicht nochmal aus meiner Perspektive eben etwas erzählen kann und vielleicht damit einen kleinen Denkanstoß geben kann für viele, die mit dem Thema Depression immer noch nicht zurechtkommen. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, in der zwar anerkannt ist, dass es sowas wie Depressionen gibt, trotzdem der Umgang mit der Depression vielen Menschen, vielleicht sogar verständlicherweise, immer noch schwerfällt. Es kommt nicht selten vor, dass es doch immer noch Leute gibt, die einfach diesen Satz sagen, naja, Kopf hoch, wird schon wieder. Oder ein anderer Satz, der leicht fällt, ist der Satz, reiß dich ein bisschen zusammen. Und ich vergleiche das tatsächlich mal mit anderen Krankheiten, wie einer schweren Herzerkrankung oder wie Krebs. Man kann sich bei Krebs nicht zusammenreißen. Davon geht ein Tumor nicht weg. Und bei einer Herzerkrankung kann man sich auch nicht zusammenreißen. Sicherlich kann man durch einen Lebensstil in allen Krankheiten etwas begünstigen. Aber eine Depression ist wie Krebs, eine Depression ist wie eine schwere Herzerkrankung. Ich brauche eine Behandlung durch Arzt, Psychotherapeuten, Psychiater, Psychologen, gegebenenfalls auch eine medikamentöse. Und ich finde, das muss die Gesellschaft verstehen lernen, dass es sich bei Depressionen nicht um eine Schwäche, nicht um eine Charakterschwäche handelt, sondern um eine Krankheit, um eine sehr schwere Krankheit, manchmal eben auch um eine Krankheit, die tödlich verlaufen kann. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen nicht ankommt. Und ich kann es auch verstehen, denn es ist so unsichtbar erstmal. Ja, war gerade auch in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung eine Schlagzeile über einen bekannten Menschen, war die Überschrift, er hat den Kampf gegen die Depression verloren. Ja, es ist in der Tat manchmal eben, das unterstützt das, was Sie schildern, dass die Erkrankung durchaus sehr schwer sein kann. Aber es soll uns nicht davon abhalten, zu wissen auch, dass man was machen kann, dass man nämlich viel machen kann und dass den meisten Menschen tatsächlich gut geholfen werden kann. Und mich würde mal interessieren, was Ihnen geholfen hat. Also in meinem Fall war es auch erstmal ein längerer Weg, auch ein Leidensweg, nicht nur für mich, sondern auch ein Leidensweg für mein Umfeld. Das vergisst man sehr oft. Ein depressiver Mensch fordert vom Umfeld auch sehr viel ab. Das ist bei einem anderen schwer Erkrankten genauso. Also, denn viele fühlen sich natürlich hilflos, Angehörige, Freunde, die das mitkriegen, helfen wollen, aber tatsächlich in dem Fall gar nicht helfen können. Und es ist ein langer Weg, sich selber erstmal zuzugestehen, da ist etwas, da ist eben mehr als eine Melancholie, da ist mehr als eine Traurigkeit, da ist mehr als eine Antriebslosigkeit. Und sich selbst klarzumachen, es handelt sich hier um eine Depression, eine Krankheit. Das war ein Weg, da brauchte ich auch Anstöße. In dem Fall war es tatsächlich ein Anstoß, den ich bekommen habe durch einen Freund, der Pastor ist, der gesagt hat, Matthias, du musst dir helfen lassen. Du schaffst das nicht alleine. Denn das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, dass man, ich weiß nicht, ob das Teil dieser Krankheit ist oder ob es bei mir im Speziellen so war, dass ich gesagt habe, ich schaffe das alleine. Schafft man nicht. Also ich für mich kann sagen, ich hätte es nicht geschafft. Ich habe dann den Weg gewählt einer Psychotherapie, die über 4 Jahre gedauert hat. In erster Linie eine Gesprächstherapie, die sehr aufwühlend war. Also auch da muss ich eben sagen, es ist alles andere als einfach, sich auf den Weg zu machen. Wenn man schwer depressiv ist, ist Antriebslosigkeit ja ein Teil des Krankheitsbildes. Und
auch zu wissen, ich gehe jetzt zu einer Ärztin, die mir helfen kann. Gleichzeitig ist es ein schwerer Weg. Ich weiß auch, dass diese Stunde aufwühlend sein wird. Es kam auch vor, dass es mir danach 2 Tage lang richtig schlecht ging, weil alte Dinge natürlich hochgespült werden. Es ist aber zum Genesen natürlich notwendig, an die Wurzel des Übels ranzukommen. In meinem Fall war es dieser Weg. Für andere ist es, glaube ich, auch der Weg, teilweise vielleicht einer stationären Behandlung. Und was ich wichtig finde, ist, dass man allen Betroffenen sagt, ganz wichtig, niemand muss sich dafür schämen. Es war, das gebe ich ganz offen zu, am Anfang bei mir ein Schamgefühl da. Das ist Quatsch, das ist Unsinn. Deswegen sage ich, ist es mir so wichtig zu sagen, Depression ist eine schwere Erkrankung. Dafür kann ich nichts. Da habe ich nichts für getan, dass ich depressiv werde. Ich habe diese Krankheit. Und da muss man sich nicht für schämen. Und trotzdem war dieses Schamgefühl da. Das braucht einen Moment, das zu überwinden. Heute kann ich offen drüber sprechen, aber ich gebe zu, das Ganze ist jetzt bald 2 Jahrzehnte her. Die Zeit hat es aber auch gedauert, mich mal öffentlich dazu zu äußern. Also ich habe im Freundeskreis darüber gesprochen, ich habe auch mit Betroffenen, die mich angesprochen haben, die das irgendwie erfahren haben, gesprochen. Aber so rein richtig öffentlich darüber sprechen, das war jetzt durch Ihre Frage, ob ich hier an der Pressekonferenz teilnehmen kann, bedingt. Es ist aber auch, das ist alles ein Weg. Und ich kann halt nur ermutigen, jeden, der das an sich spürt, zu sagen, lieber einmal zu viel, auch im Zweifelsfall, bei der Notfallseelsorge anzurufen oder bei sich irgendwo Hilfe zu holen, niedrigschwelliger Art, aber es in gar keinem Fall mit sich selbst auszumachen. Besser könnte ich es nicht sagen. Also es ist toll, dass Sie da diese wichtigen Aspekte alle schon genannt haben, die uns auch in der Öffentlichkeitsarbeit einfach wichtig sind, ne? Und dass Sie dabei sind heute, ist wirklich toll. Was würden Sie denn nach dem, was Sie gesagt haben, Angehörigen raten? Also Ihren oder nicht Ihren, aber überhaupt generell Angehörigen in solchen Situationen? Also das Wichtigste finde ich, auch Angehörige brauchen Hilfe. Denn es ist letzten Endes sehr, sehr schwer, mit einem Menschen umgehen zu müssen, der schwer depressiv ist, der möglicherweise auch suizidale Gedanken hat. Damit kommt man alleine, glaube ich, nicht zurecht. Hier würde genauso greifen, dass ich sage, als Angehörige sollte man sich in jedem Fall selber Hilfe suchen. Und auch da gegebenenfalls erstmal ein niedrigschwelliges Angebot nutzen. Die Telefonnummer der Notfallseelsorge, der Telefonseelsorge ist 24 Stunden besetzt. Ein Anruf da, ist für mich der erste Weg. Gegebenenfalls muss man aber auch gucken, ob man selbst tatsächlich eine psychologische Begleitung in Anspruch nimmt oder in Selbsthilfegruppen sich organisiert. Ich glaube aber, es ist gut, wenn auch Angehörige diesen Weg mitgehen für sich, um diese Last nicht tragen zu müssen. Ja, und Ansprechpartner sind ja auch die Hausärztinnen und Hausärzte. Wir hatten darüber im Vorgespräch auch schon mal gesprochen, dass ja doch die Wartezeiten, um eine psychologische Begleitung zu bekommen, ja auch teilweise sehr lang sind, je nachdem, wo man wohnt. Im ländlichen Bereich ist es noch ein bisschen schwieriger, ist die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit natürlich noch geringer. Aber die Hausärzte sind meistens doch die ersten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und können auch sagen, an wen man sich dann wenden kann. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Was ist, sind denn aus Ihrer Erfahrung, und wir haben ja gleich das Thema Resilienzfaktoren, also was sind aus Ihrer Sicht Faktoren, die schützen, auch vor einer erneuten Depression zum Beispiel? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man einmal depressiv gewesen ist, sollte man wissen, man ist nicht zwangsläufig zu 100% geheilt. Man kennt ja jetzt auch Symptome, man kennt ja jetzt Erscheinungsformen. Und also ich persönlich kann sehr, sehr gut unterscheiden, ob es sich jetzt um eine Traurigkeit handelt oder ob das wirklich eine depressive Verstimmung ist. Und ich wüsste in diesem Fall, ich hole mir sofort Hilfe. Ich würde nicht mehr warten. Ich würde nicht sagen, ach, das geht bestimmt vorbei, sondern auch das vergleiche ich jetzt mit Krebs. Wenn der Krebs weg ist, geht man trotzdem zur Vorsorgeuntersuchung und wenn dann wieder etwas auftaucht, dann behandelt man sofort. Und das würde ich bei der Depression ganz genauso sehen. Gleichzeitig gibt es auch da wieder für einen selbst ganz persönliche, auch niedrigschwellige Möglichkeiten, was ich jedem empfehlen würde, auch wenn es ein bisschen unglaubwürdig klingt, dass hier so ein Übergewichtiger sitzt. Das ist Sport. Also wenn ich merke, ich bin in so einer Stimmung, dass es ein bisschen dunkler wird, ich schreibe es mir bewusst mit dem Wort dunkel, nicht mit dem Wort traurig, dann ist es fantastisch, sich aufs Fahrrad zu setzen
und mich zu verausgaben oder zu laufen. Also ich bin kein Jogger, aber dann mal zu joggen, gegen den Kopf sozusagen anzurennen, das ist etwas, was mir persönlich etwas bringt. Das will ich nicht verallgemeinern, weil ich glaube, jeder muss selbst Wege finden, die ihm etwas bringen, was auch gut ist, sich anzuvertrauen bestimmten Personen. Gleichzeitig aber im Wissen, ich muss gucken, wie weit ich mich anvertrauen kann und wo ich Menschen überfordere. Was ich nur damit meine, ist, eine Depression nicht verschweigen, es nicht mit sich selbst auszumachen. Und auch da, für mich gilt es immer wieder, niedrigschwellige Angebote suchen, gegebenenfalls, wenn ich merke, es stimmt was nicht mit mir. Ich habe diese Hilfe jetzt nicht mehr in Anspruch nehmen müssen, aber wenn ich es bräuchte, ich würde zu meinem Hausarzt gehen, so wie Sie das gesagt haben, würde einfach sagen, ich habe das Gefühl, da kommt wieder was, was nicht gut ist, und würde ihm berichten. Und auch da kann man medikamentös ja zum Beispiel arbeiten. Und ja, meine Forderung, finde ich, müsste auch gleichzeitig eine politische sein, dass auch Politik eben diese Erkrankung viel, viel ernster nimmt, viel stärker wahrnimmt, dass einfach mehr Therapieplätze da sein müssen. Also wenn ich das richtig beobachte, nach der aktuellen Lage, nach der Pandemie, ist eben tatsächlich die Zahl derer, die Hilfe brauchen, höher. Und ich glaube, dass die Politik da wirklich gefordert ist, denn da würde ich ganz deutlich sagen, es kann eine tödliche Krankheit sein. Und da darf man als Politiker, als Politikerin nicht wegschauen, sondern da muss man Möglichkeiten finden, ob es nun eine höhere Zahl von Kassenzulassungen für psychiatrische Praxen ist oder was auch immer es sein kann, Erhöhung von Fördermitteln auch im klinischen Bereich. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz notwendig, dass man diese Krankheit genauso ernst nimmt wie andere Krankheiten und eben Hilfe bringt, insbesondere für die Kinder. Ich glaube, dass nach der Pandemie gerade Kinder sehr viel Hilfe brauchen, und auch da sind die Therapieplätze einfach viel zu wenig. Und das muss an die Öffentlichkeit. Das ist also mir ein ganz, ganz dringendes Anliegen, dass das aufgegriffen wird und dass man einfach da, ja, Plätze sorgt, denn es sind Menschen, die dringend, dringend, dringend Hilfe brauchen. Und wenn Kinder diese Hilfe brauchen, dann darf die Gesellschaft nicht weggucken. Sie haben zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Es ist in der Tat so, dass die Kinder auch sehr stark betroffen sind. Das ist kurz angeklungen vorhin, aber sehr gut, dass Sie das nochmal betonen. Gerade was Kinder betrifft, wissen wir ja noch gar nicht, was diese Situation alles mit ihnen gemacht hat, nicht? Weil tatsächlich die Auswirkungen sieht man häufig eben auch erst Jahre später, ne? Also da müssen wir als Gesellschaft und als natürlich als Eltern ganz genau mit hinschauen. Da haben Sie völlig recht. Und was auch wichtig ist, was Sie gesagt haben, früh sofort, wenn man das Gefühl hat, man merkt was als Betroffener, als ehemals Betroffener beziehungsweise als Angehöriger, dass man dann schnell handelt. Also je früher man nämlich reagiert und behandelt, desto besser gelingt es in der Regel auch, nicht? Also nicht zu lange warten, ist super wichtig, also wichtiger Aspekt. Eine Frage hätte ich. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, wenn man sich selber nicht sicher ist, wenn ich eben noch nie eine Depression hatte. Man muss ja selber erstmal damit klarkommen, dass im Körper was nicht stimmt. Ich war mir ja gar nicht sicher, was es ist. Ich brauchte diesen Impuls von außen, dass mir jemand sagt, du brauchst Hilfe, und zwar schnell und zwar sofort. Diesen Impuls brauchte ich. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt nicht psychisch, was auch immer es ist, lieber einmal mehr zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Lieber ein Gespräch zu viel führen als eins zu wenig. Und eben lieber ein Telefonat im Zweifelsfall mit der Notfallseelsorge, was auch immer, zu viel führen als eins zu wenig. Also ich glaube tatsächlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Mut hat zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht, und sich selbst nicht den Satz sagt, reiß dich zusammen. Der Satz ist der schlimmste Satz, der ist falsch, der geht nicht. Ja, das ist auch wieder gut, sehr gut pointiert. Apropos Pointen, weil wie hat Ihnen denn Ihr Beruf als Künstler, Musiker, wie hat Ihnen das geholfen oder war es auch manchmal schwierig? Also die Bühne ist insgesamt bei Krankheiten interessanterweise eine gute Hilfe. Ich hatte jetzt wieder eine ganz blöde Geschichte, einen schwer entzündeten Zahn und schwer entzündeten Knochen darunter, mit fürchterlichen Schmerzen, die lustigerweise auf der Bühne während des Programms weg waren, und zwar ohne Novalgien. Die waren weg. Also offenbar schüttet der Körper unfassbar viel Adrenalin aus und andere Hormone, Glückshormone, sodass die Bühne immer sehr hilfreich ist für eine Akutsituation. Das Interessante ist nur, wenn der Auftritt vorbei ist, wird es danach umso schlimmer. Also ein Phänomen bei allen sozusagen organischen Erkrankungen. Ich kann auf der Bühne stehen, also quasi, ich habe vorher schwere Kopfschmerzen, habe sie auf der Bühne nicht. Hinterher sind sie schwerer. Das gilt
genauso für die Depression. Auf der Bühne ging es mir gut. Ich war auf der Bühne in Hochform. Mhm. Vielleicht besser als in Zeiten, in denen ich nicht depressiv war, bin. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat mir das unfassbar viel Schub gegeben. Danach kommt der Zusammenbruch erst recht. Also das ist genau das gleiche Phänomen. Möglicherweise eine hohe Adrenalinausschüttung, Dopamin, ich weiß nicht, was auch immer da in den Körper rein. Es funktioniert. Der Abfall hinterher dieser Glückshormone ist so groß, dass ich das fast vergleichen möchte. Ich habe nun noch nie Drogen genommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so sein muss, wie wenn jemand drogensüchtig ist und auf einmal ist der Spiegel nicht mehr da. Und die Bühne ist eine Art Droge, das ist auch gefährlich. Also wenn ich, ich glaube, da plaudere ich kein Geheimnis aus, dass in Künstlerkreisen, sei es Schauspieler, bildende Künstler, Literaten, Musiker, dass die Zahl der depressiv geneigten Menschen oder depressiven Menschen vielleicht höher ist als im durchschnittlichen Teil der Bevölkerung, was damit zu tun haben kann, dass man entweder sensibler ist, empathischer ist oder aber eben genau mit diesem Phänomen konfrontiert ist. Ich bin in einem Theater, 1200 Menschen jubeln mir zu und danach sitze ich allein im Hotelzimmer. Das macht mir lustigerweise zum Beispiel nichts aus. Ich weiß aber von Kollegen, die genau an der Situation verzweifeln. Und da ist das Riesenpublikum und danach ist eine große Stille. Und auch damit muss man umgehen lernen. Und ich glaube, dass es deswegen in unserem Berufszweig ja, zu einem erhöhten Teil von depressiven Menschen kommt. Und auch da würde ich eben sagen, die Bühne wäre nicht der Ausgleich dafür, sondern der Ausgleich zur Depression kann immer nur der ärztliche Besuch sein. Ja, vielen Dank. Vielleicht lassen wir es damit erstmal so stehen. Aber wir haben nachher noch Möglichkeit, zusammen zu diskutieren. Dann würde ich jetzt erstmal nochmal ganz herzlichen Dank sagen für die offenen Worte und überleiten zu Herrn Professor Karabatsiakis. Alex, du wirst was über ja, die Resilienzfaktoren, biologische Betrachtungsweise letztlich berichten aus deiner Forschung. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, vielen Dank, Detlef, für die Überleitung. Ich werde beginnen und ein paar vorbereitete Folien gerne Ihnen vorstellen, um Ihnen aufzuzeigen, wo wir sozusagen auf der Biomarker-Forschungsebene ansetzen, um auch klinische Nachweisbarkeiten zu ermöglichen, die wir dann einsetzen können, um auch die Biologie der Depression besser charakterisieren zu können. Es geht ja auch um den Aspekt, inwiefern wir Depressionen auch pharmakologisch besser charakterisieren können, um daraus dann neue Ansatzmöglichkeiten zu identifizieren, um auch den Therapieverlauf zu optimieren. Gut, ich möchte zunächst beginnen mit einer kurzen Einführung. Und zwar ist es ja so, dass wir alle diesen Aspekt kennen, dass wenn unser Körper unter Stress gerät, dann empfinden wir spezifische Symptome. Das heißt also, wir fangen zum Beispiel an zu schwitzen, wir merken, unser Herz fängt schneller an zu schlagen. Das sind alles Prozesse, die dazu führen, dass unser Körper sich dem Stress anpassen kann. Und das ist auch überlebenswichtig, denn die Evolution hat uns darauf trainiert, mit Stress umgehen zu können. Problematisch wird das Ganze, wenn Stress einen chronischen Charakter bekommt, weil man dann sieht, dass in epidemiologischen Untersuchungen eben bestimmte erhöhte Risiken zu finden sind, unter anderem auch für psychische Erkrankungen. Und dann ist eben die Frage, wie persistent ist eigentlich chronischer Stress in der Gesellschaft? Also das heißt, wie häufig trifft man eigentlich chronischen Stress bei Menschen an und wie ist das dann im Prinzip assoziierbar mit dem erhöhten Risiko für eine Depression? Und wenn man sich die Zahlen da anschaut, da sieht man, dass bereits vor der Covid-19-Pandemie zum Beispiel in Erhebungen der Techniker Krankenkasse 8 von 10 Personen ihr Leben als stressbelastet empfunden angegeben haben. Dabei sieht man dann, dass der Anteil höher ist, wenn man Frauen fragt. Das heißt also, Frauen scheinen im Vergleich zu Männern ja eine erhöhte Stressvulnerabilität zu haben. Und wir haben das ja jetzt auch schon kurz andiskutiert. Das ist sogar bei Kindern auch noch deutlich stärker ausgeprägt. Und auch hier zeigen Mädchen eine erhöhte Vulnerabilität. Und basierend auf den aktuellen Entwicklungen, auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie, da gibt es relativ unterschiedliche Aussagen dazu, wie stark der Anstieg ist, aber man muss annehmen, dass entsprechend die Stressbelastung kumuliert nochmal sich deutlich stärker darstellen werden in den nächsten stattfindenden Erhebungen.
Und was man halt sieht, ist, dass die Gesellschaft scheinbar auch darüber Bescheid weiß. Also es ist nicht nur auf der Ebene des Individuums so, dass wir eine stressbelastete Gesellschaft charakterisieren können, sondern auch wir sehen ja, dass in den Printmedien immer dann, wenn Auflagen sich dem Aspekt Stress oder Belastung widmen, diese besonders auflagenstark sind. Das heißt also, Menschen versuchen dann auch, sich zu informieren und auch Möglichkeiten und Wege zu finden, Mechanismen aufgezeigt zu bekommen, mit Stress besser umgehen zu können. Und was hat da die Wissenschaft an Erkenntnissen gezeigt? Also was sind bekannte Resilienzfaktoren auch für die mentale Gesundheit? Da hat man identifiziert, dass zum Beispiel die Erholung von vorherigen Stressbelastungen einen schützenden Charakter zeigt. Man kann auch, wenn man positiv mit Belastungen, die man überwunden hat, umgeht, daraus neue Kraft ziehen. Optimismus, eine Persönlichkeitseigenschaft, scheint von Bedeutung zu sein. Auch kognitive Flexibilität, welche Mittel und Wege finde ich, mit Stress gut umgehen zu können. Bindungsstil, soziale Integration ist von Bedeutung, emotionale Stabilität, dass ich also auch nicht mich sozusagen kampflos diesem Stress aussetze, sondern versuche zu sagen, ich gehe das dahingehend positiv und optimistisch an, um dann auch Coping-Mechanismen aufzuspüren. Coping ist dann die Anpassungsmöglichkeit an eine Belastung. Und natürlich, und das ist auch schon seit relativ langer Zeit bekannt, sind soziale Unterstützung und soziale Integrität, also Kontakt suchen mit Freunden, Familien, Arbeitskollegen, im Sportverein, etwas, wo man auch Kraft rausschöpfen kann. Und wie kann man die eigenen Resilienzen auch wieder erstarken lassen? Da haben wir ja auch schon gehört, dass körperliche Aktivität und Sport in der Natur protektiv ist. Ganz bedeutsam auch im transdiagnostischen Setting, weil es eben bei sehr vielen Belastungen von Relevanz ist, ist der Aspekt Schlafhygiene, also wie viel schlafe ich und welche Qualität hat der Schlaf. Und in den letzten Jahren sind ja Aspekte wie Achtsamkeitstraining oder Yoga und andere Entspannungsverfahren auch noch dazugekommen, wo man sieht auch in klinischen Studien, dass also Menschen sehr gut davon profitieren können und deutlich weniger Stress erfahren. Und auch die Technologie lässt uns auch auf der eigenen Gesundheitsebene Parameter erfassen, wie zum Beispiel die Pulsrate, Herzrate, also den Puls, die Herzrate oder auch der Schlaf, das Bewegungsprofil. Und Biofeedback erlaubt uns dann, Risikoprofile zu identifizieren. Das heißt, wenn ich merke, mein Stress signalisiert, dass ich zu viel Stress habe, dass ich dann auch aktiv damit umgehen kann und versuche, basierend auf diesen Biofeedback-Signalen das Stressniveau bestmöglich zu optimieren und dann entsprechend natürlich zu senken. Aber die Frage ist, was ja ein Mysterium immer noch ist wie psychischer Stress eigentlich in biologischen Stress umgesetzt wird. Was sind eigentlich die Kopplungsmechanismen und wie können wir aus diesem Verständnis, aus dieser intensivierteren Perspektive mögliche Ansätze auch für biologische Mechanismen identifizieren, dem Stress etwas entgegenzustellen, auch im Rahmen der Depression, wenn man entsprechend davon ausgeht, dass die Depression ja ein chronischer Stresszustand darstellt. Ist es so, dass wir ja im hausärztlichen Setting bislang immer noch die Problematik haben, dass ja die Symptome, die von den Patienten, von der Patientin berichtet werden, ja dann zu der Diagnosestellung führen. Und das bedeutet dann gleichzeitig, dass es keine Biomarker gibt. Das heißt also, es gibt keinen labortechnischen Nachweis, mit der man eine Depression eindeutig identifizieren kann. Und dann ist eben die Frage, was tut sich auf dieser Forschungsebene? Und da gibt es seit ungefähr 10 Jahren einen recht spannenden Ansatz, den auch wir mit verfolgen. Und zwar, wenn wir uns fragen, wie gewinnt eigentlich der Körper Energie, um alltägliche Aufgaben zu meistern, auch Stress zu bewältigen, haben wir hier ein Schaubild. Wir beziehen unsere Energie aus der Nahrung. Die Nahrung wird dann in chemischen Prozessen zur Gewinnung von Energie eingesetzt. Diese Energie wird in einem Molekül gespeichert, das nennt sich Adenosintriphosphat. Und das Ganze findet in den sogenannten Mitochondrien, in den Kraftwerken unserer Körperzellen statt. Und der Bedarf an diesem ATP in unserem Körper ist immens, denn wir benötigen circa 70 Kilogramm von ATP pro Tag. Und wenn man davon ausgeht, dass die Ausgangsmenge relativ gering ist, kann man sich das so vorstellen, dass jedes einzelne ATP-Molekül am Tag circa 1000 bis 1500 Mal recycelt werden muss.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir uns an ganz ursprüngliche Konzepte aus der Physik erinnern, so ist es so, dass Energie die Fähigkeit ist, Arbeit zu verrichten und Leistung ist definiert als Arbeit pro Zeit. Wenn also ein Leistungsprofil absinkt, dann wäre die Frage, an der Zeit können wir ja nicht drehen, aber an der Arbeit, und das heißt also, wenn die Arbeit weniger wird, die ich pro Zeit leisten kann, dann muss irgendwas mit der Energie los sein. Und da hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren so ein bisschen die Perspektive entwickelt, dass vor allen Dingen das Gehirn, was ja ein sehr energiehungriges Organ des Körpers ist, möglicherweise bei einer Insuffizienz, bei einer Verminderung der bioenergetischen Versorgung am stärksten eben zu diesen Leistungseinbrüchen führt. Und das hat dann von der Perspektive auch ein bisschen dazu geführt, dass man gesagt hat, dass die Depression vielleicht gar nicht so eine Erkrankung des Gehirns darstellt, sondern möglicherweise eben das Gehirn das vulnerabelste Organ ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Mitochondrien, diese Kraftwerke in unseren Körperzellen, von ihrer Struktur, von ihrem Aufbau so ähnlich funktionieren wie eine Batterie, also ich habe eine Ladungstrennung über der Membran, und wir uns dann mal die Symptomatologie der Depression anschauen, das ist ganz charakteristisch. Wir haben eine reduzierte psychomotorische Leistung, motivationale Defizite, aber auch häufig Erschöpfungssymptomatik und Energielosigkeit, wäre dann entsprechend die Frage. Kann es also sein, dass man über die Mitochondrienfunktion nachweisen könnte, dass in Abhängigkeit der Schwere der Depression es zu einer Störung in der bioenergetischen Versorgung von Zellen und Organen kommt und somit die Depression eine Stoffwechselstörung reflektiert, die mit der bioenergetischen Veränderung in den Mitochondrien in Assoziation gebracht werden kann? Dafür haben wir vor etwas längerer Zeit eine erste Studie publiziert, die ist auch schon mehrfach repliziert worden, wo wir nachweisen können, dass wir eine sehr robuste Beobachtung machen. Wir finden bei Personen, die eine Depression haben, signifikante Leistungsreduktionen im Vergleich zu nicht-depressiven Menschen. Und interessanterweise ist es auch so, wenn wir uns dann die subjektiv geschilderte Symptomschwere anschauen, sehen wir, dass die auf der linken Seite dargestellten Leistungsreduktionen dann auch auf der rechten Seite mit der Angabe zu der Energielosigkeit und zu der Erschöpfung signifikant korreliert. Das heißt also, es sieht so aus, als gäbe es hier eine psychobiologische Kopplung. Die Frage ist aber, wie können wir das jetzt weiter verstehen? Also, warum machen die Mitochondrien das? Und wenn man sich mal die Stoffwechselkarte einer einzelnen Zelle anschaut, das ist hier eine Blaupause der Biologie, da sieht man sehr schnell, dass das ein sehr, sehr komplexes Konstrukt ist. Und wenn ich jetzt versuche, einen einzelnen Biomarker zu identifizieren, wäre die Frage, kann ich damit dieses komplexe Wechselspiel aus einzelnen Stoffwechselprozessen überhaupt darstellen? Und um uns dem jetzt zu nähern, machen wir Folgendes. Ich versinnbildliche das gerne mit diesem Aspekt einer Buchstabensuppe. Stellen Sie sich vor, eine biologische Probe wie eine Blutprobe oder eine Urinprobe beinhaltet diese Komplexbiologie. Und wenn wir jetzt eine Stichprobe nehmen aus der Buchstabensuppe und uns anschauen, welche Buchstaben sind da drin, mit welcher Häufigkeit und mit welcher Proportionalität zueinander, dann können wir Profile erstellen und können sagen, die Suppe stammt eher aus der Buchstabensuppe links oder aus der Buchstabensuppe rechts und können dann eindeutige Profile identifizieren, um auch das Ganze dann bei Personen zu machen, und zwar basierend auf ihrem Stressalphabet. Wir nutzen das jetzt natürlich nicht so, dass wir hier Buchstaben zählen können, sondern was wir machen ist, wir benutzen moderne labortechnische Analytik. Ja, das ist dann im Bereich der Massenspektrometrie angesiedelt, wo wir dann mit biologischen Proben sogenannte biochemische Fingerabdrücke erstellen können. Und wenn man das dann zum Beispiel mit Blutserumproben macht, dann bekommt man eine Liste an signifikant veränderten Stoffwechselprodukten, die wir nachweisen können. Und diese erlauben uns dann mit modernen bioinformatischen Analysen zu schauen, wie gut trennen die die Profile von Personen mit und Personen ohne Depression. Und dann generiert man diese Stoffwechselfingerabdrücke und da kann man dann charakteristische
Merkmale raus ableiten, wenn wir, so wie es hier links dargestellt ist, diese neuen Stoffwechselprofile als einzelne Metaboliten in einen gemeinsamen Abdruck integrieren, können wir das Blutserum von Personen mit, zu Personen ohne Depression mit einer Genauigkeit von etwas über 90% voneinander trennen. Wir können 80% richtig vorhersagen, welche Blutprobe von einer Patientin, einem Patienten mit einer Depression stammt und zu 100% genau sagen, dass diese Blutprobe nicht assoziiert werden kann mit einer Depression. Das ist ein Prozess, der ist in den letzten Jahren immer stärker in den wissenschaftlichen Fokus gerückt. Und was hier im Prinzip mit daraus abgeleitet werden soll, ist, dass diese Biomarker identifiziert werden können. Jetzt haben wir aus einem dieser Listen von diesen Metaboliten einen Kandidaten herausgearbeitet. Hat hier einen sehr kryptischen Namen, 9,10-Dihydroxyoktadenitridonsäure. Diese Säure ist eine Fettsäure, wie Sie rechts oben vielleicht an der chemischen Struktur erkennen können, und die gehört zu den Linolsäuren. Sie trägt eine Doppelbindung, und Fettsäuren mit einer Doppelbindung, das kennt man ja vielleicht von Aspekten aus dem Bereich der Ernährung, sind für den Körper besonders wichtig, denn sie schützen auch unsere Zellmembranen. Und was wir jetzt interessanterweise gesehen haben, ist, dass bei diesem Metabolit, bei diesem Stoffwechselprodukt, kommt es auch zu einer signifikanten Korrelation mit der Mitochondrienfunktion, die wir ebenfalls im Blut gemessen haben. Und die Frage wäre, könnten wir jetzt perspektivisch davon ausgehen, dass wir, wenn wir diese Daten jetzt replizieren, wir zukünftig dann valide und robuste Biomarker im Serum für eine veränderte Mitochondrienfunktion identifizieren können, die wir dann im Rahmen einer klinischen Routine auch in die Anwendung bringen können. Das heißt, wenn man das kurz aufsummiert, dann sieht man hier, wir haben eine Veränderung im Blut, in den Immunzellen, so dass die Mitochondrien weniger Energie produzieren. Wir haben eine Veränderung von diesen Linolsäuren im Blut. Die beiden korrelieren miteinander. Und jetzt wäre die Frage, wie könnten wir das jetzt perspektivisch in eine klinische Routine umsetzen? Da gibt es hier als schönes Beispiel den Ansatz bei Neugeborenen-Screenings. Da wird von den Neugeborenen, das sieht man rechts oben, ein kleiner Blutstropfen entnommen aus der Fußferse unmittelbar nach der Geburt. Und die Kinder werden dann auf zum Beispiel Stoffwechselstörungen gescreent. Und in unserem Fall wäre dann die Frage, könnten wir dann mit unseren biochemischen Fingerabdrücken nicht so einen ähnlichen Weg gehen, sodass wir dann auch schauen könnten, nicht nur liegt eine Depression vor, ja oder nein, sondern auch dieses Instrument nutzen, um zum Beispiel einen psychotherapeutischen oder psychopharmakologischen Verlauf besser auch biologisch monitoren zu können, um dann auch ein feinfühligeres Instrument zu haben, den Therapieverlauf einfach dahingehend zu optimieren, dass wir mehr in Richtung individualisierte, personalisierte Medizin denken können. Aber was auch wichtig ist, ist den Bereich Prädiktion und Prävention zu haben. Also warum sollte man erst warten, bis praktisch die Symptomschwere einer Depression so schwer ist, dass man wirklich alleine nicht mehr daraus kommt, sondern dass man halt auch sagt, so, wenn man biologisch Anzeichen dafür hat, dass bereits eine Depression sich abzeichnet, dass man also frühzeitig intervenieren kann, um gar nicht erst zu tief in den Brunnen zu fallen, denn dann ist es natürlich umso schwerer, dann da auch wieder rauszukommen. Ja, das war meine Kurzdarstellung. Also die Mitochondrien-Energieproduktion ist für uns von besonderem Interesse. Das machen wir jetzt schon seit über 10 Jahren, auch in Kooperation mit Professor Dietrich zusammen. Das biochemische Fingerprinting, also dieses Erstellen von Fingerabdrücken, das ist auch was sehr Innovatives, und wir versprechen uns davon eine Identifikation von nutzbaren Biomarkern. Gemeinsam, also diese beiden Aspekte könnten dann dazu führen, dass wir eine objektivierbarere Diagnostik haben, also im Vergleich zu den alleinigen klinischen Interviews oder der Schilderung von Symptomen durch den Patienten. Das Ganze dann auch im Therapieverlauf. Und wichtig ist es eben zu verstehen, so wie wir das auch vorhin schon gehört haben, dass es nicht darum geht,
reiß dich mal zusammen oder stell dich nicht so an, sondern auch über die biologischen Beobachtungen darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, Stigma zu reduzieren, Krankheiten zu entmystifizieren und Patientinnen und Patienten auch zu sagen, dass es protektive Faktoren gibt und wenn man auch eigene Vulnerabilitäten versucht auszugrenzen, wie zum Beispiel Konsum von Alkohol oder Zigaretten, dann zeigt auch die Biologie eine Responsivität und dementsprechend kann man dann mit den Patientinnen, mit den Patienten gemeinsam auch einen Therapieverlauf gemeinsam monitoren, gemeinsam besprechen und entsprechend Entwicklungsprofile gemeinsam diskutieren. Das war's von meiner Seite. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die weitere Diskussion. Ja, lieben Dank, Alex. Jetzt übernimmt Herr Benisch, ne? Ja, richtig. Das mache ich gern. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Karavatsiakis, für die Ausführungen. Ich finde, wir haben heute drei wirklich sehr interessante Beiträge gesehen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber gleichzeitig eine große Klammer haben, das ist nämlich das Thema Depression. Und ich will gar nicht so viel sprechen, sondern die Möglichkeit für Fragen gerne einräumen. Gibt es Fragen aus dem Auditorium an unsere Referenten? Ja, ja. Ich hätte Fragen, darf ich die einfach stellen? Na, selbstverständlich, okay. Herr Dick. Einmal würde ich gerne Herrn Professor Dietrich nochmal fragen, wegen des Borna-Virus, was ich sehr interessant fand. Sie haben im Rahmen Ihrer Präsentation da schon einige Zahlen genannt, um das einzuordnen. Können Sie irgendwie so ungefähr beziffern, bei welchem Anteil von depressiven Erkrankungen das eine Rolle spielen könnte, zahlenmäßig? Also ist das eher wahrscheinlich was Seltenes, was vielleicht bei 5% die Ursache ist, oder kann es sein, dass das ein wesentlich erheblicherer Anteil ist? Das wissen wir eben nicht. Das ist das Problem. Es gibt jetzt Hinweise, dass die Viren beteiligt sein können. Ich will es extra so vorsichtig ausdrücken, weil das eben so ein komplexes Geschehen ist. Ja, es kommen meistens mehrere Faktoren zusammen. Das Immunsystem spielt mit eine Rolle. Wir wissen nicht, ob das Immunsystem, wie das dann sozusagen auf das Virus reagiert, ob es entzündliche Reaktionen gibt. Wir wissen viel aus dem Tierreich, aber sie können nicht alles aus dem Tierreich übertragen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen es nicht ganz genau. Wenn Sie meine persönliche Einschätzung wollen, es gibt bestimmte Unterformen der Depression, die die rezidivierenden depressiven Störungen, die ja auch nicht den Hauptteil ausmachen, und die bipolar Erkrankten, die nicht den Hauptteil ausmachen der depressiven Erkrankung, dass die tatsächlich besonders häufig zumindest ein Virus als Kofaktor haben können. Also sag mal, Sie kommen, sind wahrscheinlich mit 5% der depressiv Erkrankten möglicherweise ganz richtig, dass man da auf jeden Fall ein Virus bestimmen sollte. Das heißt aber nicht, dass der Virus beteiligt ist. Vielleicht ist es auch mehr, wir wissen es einfach nicht. Also mein Plädoyer wäre einfach da noch ein bisschen, und da wäre ich ganz bei Herrn Brodovi, ein bisschen Geld investiert, um da noch mal ein bisschen weiter zu gucken. Ne? Mhm. Wird denn zum Beispiel der Nachweis, dass das Borna-Virus zum Beispiel bei Ihnen in klinischen Praxis bei Amios schon angewendet, umgesetzt, oder scheitert das schon allein daran, dass die Kassen das gar nicht finanzieren? Die Kassen finanzieren es in der Tat nicht. Wir machen das wenn wir es machen, auf Eigenleistung. Das beruht sozusagen auf meiner klinischen Erfahrung, weil ich schon so ein bisschen Gespür dafür habe, wer eventuell durch seine Symptomatik, die er mir berichtet, und durch die Verlaufsform der Depression schon ein Gefühl dafür entwickelt habe, wo man das untersuchen sollte. Wir machen es dann im Einzelfall. Und lagen Sie mit dem Gespür schon öfter mal richtig jetzt ja, in der Praxis? Okay. Oh, okay. Oder will Sie nicht unterbrechen, wenn es weitere Fragen gibt? Entschuldigung. Ja, ich würde ganz gerne nochmal. Es haben jetzt bei verschiedenen Redebeiträgen die schützenden Faktoren und die Resilienz eine Rolle gespielt. Da würde mich im Detail nochmal interessieren, welche Rolle da so die sozialen Bindungen bei den schützenden Faktoren spielen, oder von der anderen Seite her betrachtet, wenn
die sozialen Bedingungen nicht nur da sind, Einsamkeit, sage ich mal, als verschlechternder Faktor oder als gefährdendes Element. Und da jetzt im Hinblick auch gerade so auf die Corona-Zeit, wo, glaube ich, auch Homeoffice für viele belastend war. Und mittlerweile hat sich das ja so verstärkt, dass viele jetzt im Homeoffice geblieben sind in vielen Firmen. Der Trend geht so ein bisschen in die Richtung. Haben Sie Anzeichen, dass das auch problematisch sein könnte, dass es eigentlich auch wichtig ist, so den Austausch am Arbeitsplatz zu haben? Ja, vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher einordnen. Wer möchte? Ich kann vielleicht kurz dazu sagen, dass ja im Vereinigten Königreich ja extra basierend auf den Erhebungen zu den Konsequenzen von Vereinsamung ja ein Einsamkeitsministerium gegründet wurde. Das heißt also, politisch hat man erkannt, welchen psychosozialen Sprengstoff man da eigentlich identifiziert hat. Weil natürlich die Sache ist, dass eins der Faktoren, einer der biologischen Mechanismen, der bei sozialer Interaktion ja mit getriggert wird, ja das oxytocinerge System ist. Also Oxytocin ist das sogenannte Kuschelhormon. Und dieses Kuschelhormon, das können Sie nicht einfach substituieren. Das heißt also, wenn Sie sich sozial einsam fühlen, dann hilft es Ihnen nicht, wenn Sie Oxytocin-Spray sich in die Nase sprühen, sondern den Effekt, den Sie haben, wenn Sie mit anderen Menschen zusammenkommen, mit Menschen interagieren, den können Sie nicht sozusagen durch eine pharmakologische Manipulation kompensieren. Und natürlich ist es halt so, dass durch die sozialen Isolationen, die wir mit Beginn der Pandemie erlebt haben, ja schon einen sehr starken Impact auch auf mentale Stabilität gesehen haben. Und auch hier sind wieder Kinder von besonderer Bedeutung, von besonderer Relevanz. Und es wird da halt eine große Herausforderung sein, diese sozialen Aspekte halt auch stärker, auch vielleicht politisch oder ökonomisch halt in den Fokus zu nehmen, um da einfach viel mehr Ressourcen reinzustecken. Ja, im Moment ist es halt so, wir haben alle einen Auftrag einer deskriptiven, das heißt also, wir beobachten das, wir halten das in Zahlen fest, aber dann ist auch die Politik gefordert, diese Beobachtung dann halt als Werkzeug umzusetzen und dann der Gesellschaft halt auch mehr Ressourcen bereitzustellen. Und da würde ich sagen, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da hätte ich nochmal eine Frage an Herrn Brodovi. Und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lag so die schwere Phase der Erkrankung bei Ihnen schon so 2 Jahrzehnte zurück, ne? Sie haben ja auch gesagt, Sie hätten sich am Anfang so geschämt und so ein bisschen gehadert, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt ist ja das Thema Depression heute, kann man, glaube ich, sagen, immer noch tabuisiert. Haben Sie so im Verlauf der Jahre oder jetzt sogar Jahrzehnte, die so Kontakt zu dem Thema hatten, eine Entwicklung in der Gesellschaft festgestellt, sage ich mal? Wird es einfacher oder ist da immer noch sehr viel Tabuisierung mit verbunden? Ist die Hemmschwelle noch groß oder werden wir da so allmählich so ein bisschen lockerer? Also es wird besser. Für den Betroffenen, glaube ich, ist es nicht unbedingt einfacher. Denn es ist immer ein Zugeständnis erstmal an sich selbst, was man machen muss. Ich glaube, das ist die allergrößte Hemmschwelle, sich zuzugestehen, ich bin offenbar schwer erkrankt. Das ist sozusagen die größte Hürde erstmal, die man überwinden muss. Insgesamt, glaube ich, ist das Sprechen über Depressionen viel leichter als zum Beispiel vor 3 Jahrzehnten. Ich glaube auch, dass tatsächlich einfach, wenn man jetzt mal fragt, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, habt ihr in irgendeiner Weise Berührung mit depressiven Menschen oder mit Depressionen gehabt? Da würde fast jeder sagen, ja, ich kenne jemanden oder ich selber. Also, und das glaube ich, hätte man auch, na, vor 2 Jahrzehnten, weiß ich nicht, aber so um die 90er Jahre rum war das wirklich ein Tabu, ein richtiges Tabu. Und, noch bei mir in der Zeit, also meine Behandlung begann 2001, endete 2005. Das war, und also die Depression begann natürlich schon früher. Das war nicht 2001, war der Moment, wo allerhöchste Eisenbahn war, sozusagen. Also danach weiß ich nicht, was sonst passiert wäre. Aber da hätte ich mich noch nicht öffentlich jemandem offenbart. Also sage ich es ganz offen.
Heute fällt es mir nicht schwer. Also ich kann heute darüber reden. Ich schäme mich jetzt auch nicht dafür. Es gibt ja auch keinen Grund, sich zu schämen. Ja, ja klar. Damals war es ein Schamgefühl und ich möchte anderen dieses Schamgefühl heute unbedingt nehmen, weil es mit Scham nicht behaftet sein darf. Man muss sich für eine Krankheit nicht schämen. Und das fällt leichter. Ich glaube nur, in der Gesellschaft ist immer noch nicht ganz durchgedrungen, eben die Schwere dieser Erkrankung. Ich glaube auch, dass es sehr schwer zu verstehen ist. Man muss dann, glaube ich, auch nachsichtig sein mit den Menschen und muss einfach immer und immer wieder neu erklären, bis es wirklich sich auch verselbstständigt, dass es durchdringt. Es ist eine schwere Krankheit. Man kann das nicht mit einem kleinen Gespräch oder mit Zusammenreißen wegkriegen. Also ich glaube, da sind wir leider noch nicht so weit, dass es komplett angekommen ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn jemand, der so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, so ein bisschen bekannten Namen, bekanntes Gesicht hat, was ja bei Ihnen auch der Fall ist, wenn der öffentlich sagt, ja, ich hatte Probleme mit Depression, ich denke da zum Beispiel an Kurt Krömer, dass das immer sehr intensiv auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und angenommen wird, dass da richtig so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dass das richtig aufgesogen wird, so aus dem Defizit heraus, dass man denkt, ach, da spricht jetzt endlich mal jemand drüber, über irgendwas, was ich selber habe oder in meinem Umfeld. Haben Sie das als Prominenter, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen erlebt, dass das sehr willkommen aufgenommen wird oder dass... Ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich mich jetzt tatsächlich mal so weit öffne, dass ich... Ach so, okay. Mache. Ich bin aber sowohl Thorsten Sträter als auch Kurt mehr als dankbar. Das sind ja auch Leute, die mit einer Fernsehreichweite ja. sehr viele Menschen erreichen. Und beide haben es ja auch gesagt, sie haben unfassbar viele Zuschriften bekommen von Menschen, die ihnen sehr, sehr dankbar sind. Und ich glaube... Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn es nun ausgerechnet Komiker sind, also die sich zu diesem so ernsten Thema öffnen und die plötzlich, es gibt diese legendäre Sendung, die immer noch in der Mediathek steht, Che Krömer mit Thorsten Sträter, wo über eine halbe Stunde tatsächlich das Thema Depression im Fokus stand, auf eine, finde ich, brillante Art und Weise, ehrliche und eben, das hatte nichts mehr von Show. Das war, obwohl es Fernsehen war, in einer ganz großen Privatheit und im positiven Sinne Betroffenheit gezeigt worden. Also diese Sendung kann ich wirklich jedem ans Herz legen, wenn die in der Mediathek steht, die nochmal anzugucken, die ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, für die Gesellschaft ist vielleicht genau das Faszinosum. Es gibt zwar das berühmte Bild vom Clown mit dem lachenden und dem weinenden Auge und der Träne im Knopfloch, aber das hält man natürlich immer für so eine Art Kitsch, aber da ist sehr, sehr viel dran. Die Leute, die sehr lustig sind, neigen vielleicht auch dazu, Traurigkeit sehr stark zu empfinden oder eben die Dunkelheit der Depression durchgemacht zu haben oder durchzumachen. Und vielleicht ist das für die Öffentlichkeit natürlich faszinierend, wenn gerade so ein Komiker wie Kurt Krömer, der so lustig ist, diese Zerbrechlichkeit, das ist das richtige Wort, diese Zerbrechlichkeit öffentlich macht. Und das möchte ich auch sozusagen offen zugeben, es ist was sehr Zerbrechliches in uns drin, auch wenn wir lustig sind. Ja. Dann zum Abschluss noch mal eine Frage zu Ihrem regionalen Bezug. Ich glaube, Sie haben einen Teil Ihrer Kindheit in Hildesheim verbracht, ne? Oder? Ich war 4 Jahre in Himmelstür, ja. Ja, okay. Bin dort in den Kindergarten gegangen. Ich kann mich offen gestanden an die Wohnung nicht mehr erinnern. Ich weiß, es war eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern waren Studenten und wir haben dort in einer sehr, sehr kleinen Wohnung gelebt. Und ja, alles, an das ich mich erinnern kann, ist, wie meine Mutter mal mit ihrem Käfer irgendwo in Hildesheim stehen geblieben war, weil bereits der Notfallschalter fürs Benzin gezogen war und kein Tropfen Benzin mehr drin war. Das ist alles, das war ein so spektakuläres Ereignis. Daran erinnere ich mich. Und sonst ist der Bezug zu Hildesheim ein anderer. Okay. Ein ganz positiver auch. Ja. Ja, ich hätte sonst keine Frage mehr, waren ja sehr, sehr viele Aspekte schon, die vorher genannt haben. Vielen Dank schon mal. Ja, danke Ihnen, Herr Wedig. Gibt es weitere Fragen? Aber ich hätte tatsächlich noch an Herrn Brodovi eine Frage. Herr Brodovi, Sie hatten gesagt, nachdem Sie die Begegnung mit dem Pastor haben, der ja sagt, du musst jetzt dahin und dir helfen lassen. Wie hat sich das in der Praxis dargestellt? Ich meine damit ganz konkret, haben Sie unmittelbare Hilfe gefunden oder war es ein Spießrutenlauf durch mehrere Institutionen, Praxen oder wie war das bei Ihnen?
Also ich hatte riesengroßes Glück. Ich habe, glaube ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau in Wochen sagen, aber ich würde mal behaupten, dass ich innerhalb von 6 Wochen einen Therapieplatz gefunden habe in einer ambulanten Praxis. In der Praxis bin ich geblieben, diese 4 Jahre. Das war damals schon, also das hat sich noch verschlimmert, was die Plätze angeht, aber es war damals eigentlich schon glücklich, eine glückliche Fügung, so schnell einen Platz gefunden zu haben, ne? Ich glaube, die Wartezeit damals lag. Oh, jetzt. Ah, okay, da war irgendwas. Die Wartezeit damals waren auch schon 3, 4, 5 Monate. Heute höre ich von Menschen, die sagen, unter 6 Monaten geht gar nichts. Ich glaube, ich hatte Glück. Ich hatte einfach Glück. Und ich kann es nur so sagen, allerhöchste Eisenbahn. Ich bin auch dem befreundeten Pastor dankbar, dass der mich sehr gnadenlos auf den Pott gesetzt hat. Man muss sicherlich mit jedem Menschen anders umgehen. Ich brauchte eine sehr direkte Ansprache, dass mir jemand sagt, du kannst es nicht alleine. Du schaffst das nicht alleine. Du gehst jetzt zu einer Psychotherapie. Das war wie ein Befehl. Das kam bei mir an. Mit anderen könnte man feinfühliger reden. Ich glaube, bei mir war es notwendig so. Ja, das ist sehr interessant und gut letztendlich, dass Sie auch dann relativ schnelle Hilfe gefunden haben, denn es gibt ja immer wieder auch Beispiele, wo Betroffene tatsächlich viele, viele Wochen oder Monate warten und mit ihrer Erkrankung quasi allein sind. Und das kann ja mitunter dann auch katastrophale Folgen haben. Ja, unbedingt. Also das ist genau das. Deswegen finde ich das so wichtig, dass die Politik das wahrnimmt. Also es wäre wünschenswert, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn es im Bundesgesundheitsministerium auch einen runden Tisch gäbe, der genau diese für psychisch Erkrankte eine Lobby schaffen würde, insbesondere nach der Covid-Pandemie und insbesondere für die Kinder. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass nochmal Fachwissenschaftler wie Sie ja auch wirklich deutlich machen, wie gravierend das ist und wie, ich sage es jetzt ganz deutlich, wie tödlich diese Krankheit eben auch verlaufen kann. Das versuchen die Fachgesellschaften ja in der Tat, aber es ist immer wichtig, so wie heute auch, dass wir die Stimme von wirklich erfahrenen Menschen auch dazu hören. Das finde ich ganz beeindruckend. Sie haben noch einen Aspekt eben gebracht, nämlich sie wurden da letztlich, ja, man hat den Druck erhöht, ja, dass sie dann Hilfe suchen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis an Angehörige auch. Die hartnäckig bleiben sollten, ja, wenn sie jemanden in ihrem engsten, vertrauten Angehörigenkreis haben. Und man kann, und das hatten Sie auch schon erwähnt, das wäre mir auch zum kommenden Abschluss auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt ja 24 Stunden rund um die Uhr besetzte Anlaufstellen. Die Hausärzte sind das in diesem Falle nicht, aber das sind ja häufig die Vertrauten, zu denen man zuerst geht. Aber wir haben ja Krankenhäuser, die tatsächlich immer offen haben im Notfall. Und es gibt die Telefonseelsorge, die in der Regel auch fast rund um die Uhr erreichbar ist. Es gibt Möglichkeiten, es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst tagsüber in der Woche, in dem man sich erkundigen kann, was noch ringsherum verfügbar ist an Hilfsmöglichkeiten. Und wie gesagt, Kliniken sind immer ansprechbar. Da kann man zumindest mal nachfragen, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Wenn es eng wird, sage ich mal. Das ist nochmal wichtig. Ja, absolut. Vielen Dank für diesen Hinweis, Herr Professor Dietrich. Ich denke mal, es gibt keine weiteren Fragen aus der Runde. Dann schließe ich hiermit die Veranstaltung. Danke Ihnen allen für die sehr interessanten Beiträge, auch insbesondere Herrn Brodovi, der sich damit, wie Sie ja sagten, auch schon ein Stück geöffnet hat. Und ich bin mal gespannt, welche Kreise unsere Aufzeichnung einfach ziehen wird, dahingehend, dass wir einfach noch viel mehr Menschen begeistern können, sich zu öffnen und über das Thema Depression zu sprechen, so dass wir, wie gesagt, der Entstigmatisierung ein Stück näher kommen und das ganze Thema weiter beleuchten, sowohl von fachlicher als von praktischer Sicht. Das war die Online-Pressekonferenz zum Europäischen Depressionstag. Ich danke Ihnen und kommen Sie gut nach Hause. Und damit ist die Veranstaltung geschlossen. Vielen Dank.